gut, los geht's. Wir können das Zeug abgeben, die Sumpfsuppe. Ein echtes Brechmittel. Ja, wir sind froh, wenn wir die hier los sind, denn das Zeug kann nicht gut schmecken. Es ist vielleicht etwas weit hergeholt, aber möchtest du zufällig diese faulig riechende Sumpfsuppe? Faulig riechen, sagst du? Ja, wirklich übel stinkend. Vielleicht ist das Richtige für meine Stinkbomben. Das ist perfekt. Warte, nimm ein kostenloses Probemuster. Ich füge es nur meiner Mischung hinzu. Sehr gut. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Nein, das war's. Momentan nichts. Man sieht sich. Und damit hätten wir den Marktplatz endgültig abgearbeitet. Zumindest was die Leute angeht, mit denen wir reden können. Wir werden noch dieses Gitter hier gebrauchen können, wo wir jetzt schon den ersten Ballon angebracht haben. Da müssen noch ein paar dran. Ich glaube, zwei müssen wir noch dran packen. Das können wir dann demnächst mal mitmachen. Ach, weißt du, komm, wir gehen gleich zum Max-Umfling. Und reden nochmal mit dem Kollegen. Entschuldige bitte? Ja. Könnte ich noch einen Ballon haben? Was ist mit dem letzten passiert? Er ist davongeflogen. Na gut, alles klar. So, wir haben einen weiteren Ballon. Ich glaube, wir können nicht mehrere zugleich holen. Also gehen wir erstmal hier rüber und bringen diesen an. So, und einen holen wir noch. Danach, erstmal wird uns das jetzt nicht viel bringen, aber dann haben wir das schon mal für später erledigt. Halt, reden bitte. Und danach geht's auf zum Magierwettbewerb. Entschuldige bitte? Ja. Wie ist das Essen in diesem Laden? Es ist natürlich sumpftastisch, geradezu sumpfhaft. Jedes einzelne Vitamin und jeder Mineralstoff wurde ihm entzogen. Alles ohne Aufpreis. Okay, ich wollte eigentlich den Ballon haben, aber wir können natürlich noch mal mit ihm reden vorher. Sumpftastisch? Sumpfhaft? Fantastisch und wohlschmeckend. Aber wie schmeckt es? Nun, lass es mich so sagen. Dein Gesicht bekommt garantiert Farbe. Ich sehe schon. Ein außergewöhnlicher Geschmack. Ich weiß auch, welche Farbe das kriegt. Ich dachte, Vitamine und Mineralien wären gesund. Warum glaubst du wohl, mussten wir sie entziehen? Fast Food wurde nicht dazu entwickelt, um gesund zu sein. Das wäre gegen die Tradition. Warum trägst du dieses Kostüm? Das ist mein Job. Der echte Sumpfling hat hierfür keine Zeit mehr. Er ist der Chef und die Leute kommen trotzdem zum Essen hierher? Nein, er ist jetzt der Manager, obwohl alle Menüs auf seinen Rezepten basieren. Die Leute kommen hierher, weil es billig und schnell ist und nicht dick macht. Nicht dick macht? Nein, dafür ist es viel zu schnell wieder draußen. Oh. Gibt es eine Möglichkeit, ihn zu sehen? Er ist in seinem Büro, über der Küche. Doch du wirst keine Chance haben. So ein hohes Tier empfängt nicht jeden, weißt du. Was für ein lausiger Beruf. Es steht, der Sumpfling ist für diesen Job jetzt leider zu beschäftigt. Wie kann das Gesundheitsamt nur sowas zulassen? Es war mal einer von denen drin, aber er kam nie wieder raus. Kannst du nun bitte zur Seite treten? Ich muss meinen Job machen. Ja, warte mal, ich will noch den Ballon haben, Mensch. Entschuldige bitte? Ja. So. Könnte ich hier noch einen Ballon haben? Noch einen? Komm schon, sei ein Freund. Na gut, aber sei dieses Mal vorsichtiger damit. So. Haben wir uns den dritten Ballon abgeholt? Ein Sumpf. Wunderbar. Ein Sumpfshake, ein Sumpfkaugummi und eine Sumpflingfigur. Dann können wir uns nochmal zum Marktplatz kurz begeben. Bringen den auch noch an. Dran damit. Hallo, bitte dran machen und so. Ja. Nein, noch nicht. Ich wollte doch noch gar nicht. Zu voreilig. Aber dann können wir mal sehen, was passiert. Denn wir wollen ja zur Schatzkammer, oben im Turm. Du wolltest doch nicht etwa in die Schatzkammer, oder?
Schatzkammer? Welche Schatzkammer? Die hinter diesem Fenster dort oben. Ich hatte wirklich keine Ahnung. Können wir nicht darüber reden? Darum liebe ich meinen Job so. Mach's gut. Au, das tat weh. Gut, haben wir das mal gesehen? Ich hätte den Ballon vielleicht einfach behalten sollen erstmal. Aber gut, müssen wir das später nochmal machen. Also Junge, hast du das Geld? Nein, momentan noch nicht. Aber ich werde es euch besorgen. Also gut, ich werde euch das Geld besorgen. Und lasst dir nicht allzu viel Zeit damit. Inflation ist so ein hässliches Wort. Ja, ja. Gut, dann müssen wir das später halt nochmal machen. Ich gehe erstmal zum Magiewettbewerb, denn den können wir jetzt gewinnen. Wir haben eigentlich alles vorbereitet, um hier der große Bringer zu werden. Und wir starten mit dem Stinkzauber. Ich glaube nicht, dass ein unangenehmer Geruch irgendwelche Auswirkungen hat. Nein. Ganz und gar nicht. Was für eine Zeitfashion. Der Tod ist auch super. Einige Stunden später, nach einer längeren medizinischen Behandlung. Ja, an diesen Gestank werde ich mich bis an mein Lebensende erinnern. Gut, in jedem Fall hat es allen ganz besonders gefallen gerade. Ah, das ist schon viel besser. Dennoch, ich sollte vielleicht ganz sicher gehen. Du, tja. Junge. Ein letzter ist noch da. Was ist mit den anderen Teilnehmern passiert? Die haben alle akutes Sumpffieber bekommen. Bislang ist diese Krankheit erst einmal zuvor aufgetreten. Krankheit, sagst du? Ich glaube eher, die sanitären Anlagen hier drinnen sind schuld. Gut, warum es ihn nicht erwischt hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier noch ein Zauberbuch, das einer der Herren zurückgelassen hat. Ich würde sagen, das sacken wir natürlich dankend ein. Das könnte sich als nützlich erweisen. Ich glaube auch. So. Und jetzt können wir mal den Sumpfshake anwerfen hier, beziehungsweise benutzen. Und zwar mit seinem... Es geht immer noch nicht. Warte mal. Wir gehen mal zum Zauberer. Ach, vielleicht einfach mit dem Zauberer benutzen. Das kann natürlich auch sein. Ja, genau. So geht's. Ich dachte, dass... Dingens, die Hörhilfe ist extra noch als Gegenstand, aber nein. Ich habe die Hälfte aufgehoben, man weiß ja nie. Wir verstopfen ihm mal den Gehörgang und damit... Wo sind denn die anderen alle hin? Sie sahen mich und wussten, dass sie keine Chance hatten. Bleibt er sitzen. Ist die Nummer 4 noch hier? Sind Sie die Nummer 4? Hallo? Hallo? Was hat er? Das ist nur ein Wanderer, der sich hier einen Moment ausruht. Ach so. Sieht so aus, als wären Sie somit der Einzige. Kommen Sie. Dies ist der einzige Bewerber, Euer Majestät. Nun gut, junger Mann. Möge er uns zeigen, was er kann. Alles klar. Okay. Sehen und staunen Sie. Kerzenhalter, toll. Ja, großartig. Nee, der Kerzenhalter ist super, der da hinten steht. Das hab ich gleich. Da stimmt was nicht. Versucht er zu scherzen? Sternenkonstellation und an dem Stand der Sonne und der Mondfinsternis und den kosmischen Strömungen liegen. An all diesem Zauberkram eben, wisst ihr? Wartet,
Oh je. Stopp, er bekommt die Anstellung, aber er soll nicht mehr weiter zaubern. Bitte. Schau, was ich habe. Simon the Sorcerer, offizieller königlicher Hofzauberer. Was hältst du davon, hä? Und sie haben immer gesagt, ich würde es zu nichts bringen. Hast du super gemacht. Gut, wir haben einen Hofzaubererausweis. Ich weiß nicht, ob das allein uns reicht. Da steht Simon the Sorcerer, offizieller königlicher Hofzauberer. So, wie viel Geld haben wir denn? 90 D-Mark. Aha, da haben wir also das Preisgeld gleich mit drin, wunderbar. Das reicht natürlich, um endlich in die Burg zu kommen. Ist das nicht schön? Hallo Junge, hast du das Geld? Ja, natürlich. Sicher, kein Problem. Sieht so aus, als könne er nun passieren. Tja, es scheint tatsächlich so. Also, mach dich auf den Weg. Danke, Jungs. Gut, haben wir das endlich geschafft. Wir können endlich ins Schloss rein. Wo ist dein Ausweis? Es ist okay. Ich habe die Jungs da drüben bereits bezahlt. Das mag sein. Aber nur Gäste oder Diener des Königs dürfen hier passieren. Ach, gleich drehe ich durch. Ja, aber das... Hast du einen offiziellen Ausweis? Ja, eben. Klar, hab ich. Ist ja nicht das Problem, den haben wir ja. Und damit kommen wir endlich rein. Ich finde auch lustig, dass der Kollege irgendwo im Tor sitzt. Hey, er da! Du meinst mich? Knie er nieder, bevor er mit uns redet. Träum ruhig weiter, Kleiner. Endlich kann ich auch mal jemanden so nennen. Wenn er nicht niederkniet, dann muss er sterben. In 60 bis 70 Jahren vielleicht. Nimm dies. Au. Und dies. Autsch. Und dies. Aua. Das möge ihn lehren, wie er mit einem Prinzen zu reden hat. Du bist ein Prinz? Und ein äußerst netter noch dazu. In der Tat. Ich bin Simon, der Hofzauberer. Und wir sind Peregrin, Erbe des Throns von... Du übertreibst mit deinen dramatischen Pausen. Wir sind der Prinz dieses Königreichs. Wir können so dramatisch sein, wie wir möchten. Wir werden eines Tages der König sein und Leute enthaupten lassen. Peregrin Tuck also. Na gut. Wir haben ja gesehen, als wir hoch sind, dort war ja der Dämon, ne? Die Dämonen, die kennen wir auch aus dem ersten Teil, die sind hier wieder mit dabei, die haben, naja, einen kleinen Abstieg, was den Job angeht, erlitten. Und haben auch gesehen, irgendwie hing dort eine dänische Fahne rum, ne? Das heißt, wir sind also in Dänemark, gut zu wissen. Was ist mit diesem Blasrohr? Was ist mit diesem Blasrohr, mein Lord? Nenn mich einfach Simon. Ich meine damit, er soll uns mit mein Lord titulieren. Lass mich endlich in Ruhe mit deinem Prinzengerede. Es liegt an diesem Blasrohr, stimmt's? Nun, es hat etwas damit zu tun. Unser Vater erlaubt uns nicht, ein echtes Schwert zu tragen. Er sagt, man könne uns keines anvertrauen. Lecker. Aber es ist nicht fair! Ich will ein echtes Schwert! Keiner nimmt mich ernst, solange ich keines trage. Ich würde es ihnen allen zeigen. Aber du kannst nicht einfach rumlaufen und den Leuten den Kopf abhauen. Wir sind der Prinz. Wir können tun, was uns beliebt. Nimm dies. Au! Für den sollte man die körperliche Züchtigung wieder einführen. Gut, ein äußerst entzückender Bursche. Ich speichere mal ganz kurz, damit auch zwischendurch mal der Fortschritt gespeichert ist. Mir ist ja vorhin schon mal die Platte vollgelaufen, nicht, dass mir das wieder passiert hier mitten in der Aufnahme und dann hier alles ungespeichert ist. Okay, wir lassen den Prinzen erstmal Prinzen sein. Mit dem können wir momentan noch nicht so viel anfangen und ja, ist jetzt auch nicht unbedingt der Umgang, den man hier haben möchte. So freundlich ist er dann doch nicht.